Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von The Bakery, die Shopware-Agentur. Egal welches Shopsystem ihr einrichten wollt, alles beginnt mit einem Download. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wo bekommt ihr eigentlich Shopware 5 oder Shopware 6 her? Was für eine Datei steht euch dann zur Verfügung? Und wie kommt ihr von den Daten zum aktiven Shop? Das soll in dieser Folge heute Thema sein. Solltet ihr jedoch den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen, dann könnt ihr auch einfach die Experten von The Bakery kontaktieren und die Installation, Einrichtung oder aber Migration von 5 auf 6 von uns übernehmen lassen. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Nun aber zurück zum Thema. Da wir davon ausgehen, dass Deutsch eure präferierte Sprache sein wird, solltet ihr shopware.com/de/download in eure URL-Zeile im Browser eingeben. Dabei ist egal, ob ihr Shopware 5 oder Shopware 6 herunterladen wollt, denn diese Auswahl trefft ihr dann auf der Seite. Beide Versionen können kostenlos heruntergeladen werden. Wir machen das mal für beide Systeme. Dann werdet ihr jeweils eine komprimierte ZIP-Datei vorfinden. Bevor ihr mit diesem fortfahrt, versichert euch, dass ihr bzw. euer System die Systemvoraussetzungen auch erfüllt. Diese findet ihr im Shopware-Docs-Bereich. Nun könnt ihr die ZIP-Datei im gewünschten Verzeichnis eures Servers entpacken. Wir nutzen für unser Video die lokale Methode. Dementsprechend starten wir einmal MAMP, gehen auf die Webseite und sollten dann dieses Fenster vorfinden. Ihr müsst dementsprechend eure Dateien auf dem Server hochladen und die URL eures Shops im Browser aufrufen. Dann sollte das bei euch genauso aussehen. Ist das nicht der Fall, sondern bei euch sieht das dann so aus, dann müsst ihr hinter der URL /index.php eintragen und könnt damit dann den Installationsprozess starten. Im ersten Schritt kann die Sprache ausgewählt werden. Wir gehen in unserem Fall, da ihr euch ja auch ein deutschsprachiges Video anschaut, von Deutsch aus. Im nächsten Schritt werden eure Systemvoraussetzungen geprüft. Der grüne Punkt heißt alles bestens. Wollt ihr eine Detailansicht einsehen, klickt auf diesen Pfeil. Im dritten Schritt lest euch die AGB durch und stimmt diesen zu, ansonsten kommt ihr hier nicht weiter. Nun gilt es, den Servernamen, einen Benutzer und Passwort zu finden und den Datenbanknamen einzutragen. Damit haben wir alle Vorkehrungen getroffen und können die Installation nun starten. Anschließend gibst du deinem Shop einen Namen, hinterlegst eine E-Mail-Adresse und wählst die passende Währung aus. Damit ist dann die Installation abgeschlossen und ihr könnt mit der Shop-Einrichtung beginnen. Wenn euch dafür das Know-how fehlt, schaut doch mal in unser anknüpfendes Video oben rechts rein. Darin haben wir einen Shopware-Shop innerhalb von 10 Minuten eingerichtet. Solltet ihr lieber Shopware 5 installieren wollen, steht euch auch dieses Hilfsvideo oben rechts bereit. Sollte es eurerseits noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. In jedem Fall lohnt es sich, den The Bakery YouTube-Kanal zu abonnieren, da ihr dadurch nichts mehr verpasst und immer auf dem Laufenden in Sachen Online-Marketing und E-Commerce bleibt. Wir hören uns dann dementsprechend morgen wieder. Macht es gut und viel Erfolg bei der Installation eures Shops. Wünscht euch euer The Bakery Team.